Hallo und herzlich willkommen, liebe Extra-ETF-Community, zu einer neuen Folge unseres Talk-Formats. Ja, schon wieder sind 2 Monate ins Land gegangen. Ein neues Heft ist jetzt am Kiosk. Rennt direkt los und kauft es euch entweder am Kiosk oder online bei uns im Shop. Da freuen wir uns drauf. Und noch mehr freue ich mich jetzt auf eine kleine Premiere, denn den Talk zum Heft bestreite ich heute nicht mit Markus, sondern mit dem stellvertretenden Chefredakteur des Extra-Magazins, mit Thomas. Er hat heute seine Kamerapremiere und ja, was soll ich sagen? Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Video. Ja, hallo liebe Extra-ETF-Community. Es ist wieder soweit, ein neues Heft ist draußen. Heute haben wir Markus einmal ausquartiert und der liebe Thomas ist bei mir. Jetzt lernt ihr auch ein paar weitere Teammitglieder hier aus dem Extra-ETF-Team kennen. Thomas ist bei uns stellvertretender Chefredakteur und wir haben gemeinsam an der neuesten Ausgabe gearbeitet. Es ist die Nummer 5 2024, logischerweise. So sieht sie aus. Ich finde, sie sieht fantastisch aus, oder was meinst du? Finde ich auch. Also ich glaube, es ist eine gelungene Ausgabe geworden. Wir haben auch wieder spannende Themen für euch. Aber ich glaube, erstmal starten wir mit einem aktuellen Thema aus den USA. Ja, also momentan tut sich ja sehr viel. Jetzt nach dem Attentat auf Trump sehen ja schon viele Kommentatorinnen und Kommentatoren, ja, die US-Wahl schon gelaufen, Trump wird es wohl werden. So jedenfalls die Prognosen. Bin mal gespannt, wie die Welt unter Trump und USA unter Trump aussehen. Kamala Harris wird für die Demokraten antreten. Mal schauen, was sie bewegen kann. Dazu haben wir jetzt natürlich noch nichts im Heft. Ne? Wir wollen ja erstmal beim Heft bleiben und tauchen natürlich ein, wollen euch ein bisschen Appetit machen auf das Heft. Wir haben uns einem großen Thema gewidmet. Gut, genau. Also hier seht ihr schon unser Cover. Es geht natürlich um die Geldanlage, aber das ist natürlich nichts Besonderes. Und zwar, wie man hier sieht, es geht um die Geldanlage nach Personengruppen. Was war denn hier so die Grundüberlegung? Ja, also wir haben ja die Lifetime-Strategie entwickelt und es geht dabei darum, dass du halt ein Depot hast, womit du entlang der einzelnen Lebensphasen eben deinen Vermögensaufbau strategisch angehen kannst. Ne? Wir haben ja dann beide uns überlegt, wir brauchen etwas, was eben ja über alle Lebensphasen hin funktioniert, womit man halt mit möglichst wenig Aufwand größtmöglichen Ertrag dann erwirtschaften kann. Ich denke, wichtig zu zeigen ist ja auch, es ist quasi auch nie zu spät für die Geldanlage, aber noch wichtiger ist es auch nie zu früh. Also am besten hatte man natürlich als Kind schon einen Kindersparplan. Ja, genau. Hat man natürlich nicht selber in der Hand, das sind dann eher die Eltern. Mir ist jetzt bei deiner Einleitung aufgefallen, da war eine Zahl, die hat mich irgendwie ein bisschen überrascht, und zwar mit 40 Jahren, ich gehe jetzt auch langsam auf die 40 zu, ja. Sollte man das Dreifache des Jahreseinkommens schon haben? Wie stehst du zu dieser Zahl? Ja, ich fand es ganz witzig, weil so im Rahmen der Recherchen halt zum Titel hatten wir uns ja erstmal vorher überlegt, okay, was sind so diese einzelnen Lebensphasen? Wir haben ja dann 5 ausgemacht und haben dann gesagt, ja beispielsweise in dem Fall die erste geht von 18 bis 25, ne, wo du vielleicht nach der Schule oder nach dem Studium einen Job startest. Und dann geht's halt so weiter. Wir haben dann danach junge Arbeitnehmer, so Mitte 20 bis Mitte 30 dann alterstechnisch einzuordnen sind, die Mid-Ager, dann gefolgt von den Best-Agern, also Personen um die 50 Jahre und dann natürlich Rentner. Ne? Das sind so die Lebensphasen und die Lebenszyklen so entlang der Anlage. Und mit dem Einkommen, und da komme ich jetzt auf deine Frage zurück, ist, es gibt so eine Studie von der Fondsgesellschaft Fidelity, und die sieht halt vor, dass du im Alter von 40 Jahren, was hatten wir jetzt gesagt, das Dreifache des Jahreseinkommens haben solltest. Und ja, wie stehe ich zu der Zahl? Es ist natürlich immer interessant zu sehen, okay, wo stehe ich? Ne? Was müsste ich so im Durchschnitt vielleicht schon zusammengespart haben? Aber es ist natürlich jetzt nicht so, dass es das alles überstrahlende ist. Das ist auf jeden Fall, dass du es geschafft haben musst, mit 40 das Dreifache deines Jahreseinkommens angespart zu haben. Es hängt natürlich immer von der persönlichen Situation ab. Ne? Gab es vielleicht auch unvorhergesehene Ausgaben, die ich zu bestreiten musste? Und dann funktioniert das ja schon gar nicht mehr. Ne? Genauso wie dann ja auch vorangeschritten wird, dass du mit 50 schon das Sechsfache haben musst, ne, deines Jahreseinkommens laut Studie und Durchschnitt. Und das ist ja schon eine wahnsinnig große Zahl oder ein wahnsinnig hohes Multiple. Und mit 60 soll es schon das Achtfache sein. Ja, also
Es ist ein grober Richtwert und wie es immer so ist, und da schließe ich eben meinen Monolog, Vergleich ist natürlich immer der Tod des Glücks, ne? Aber so habt ihr ungefähr dann eine Größenordnung, wo man sich dann wiederfinden kann, ja. Aber wir wollen ja motivieren zum Sparen. Unbedingt. Und zwar, ich bin jetzt auch motiviert, endlich loszulegen. Gibt es da irgendwie so eine Richtlinie oder so eine Faustformel vielleicht, wie ich schon mal vielleicht meine Finanzen grob sortieren könnte? Ja, genau. Also wer unseren Kanal vielleicht schon auch ein bisschen länger schaut und vielleicht auch das Heft das ein oder andere Mal gekauft hat oder Abonnentin und Abonnent ist, weiß ja, es gibt diese 50-30-20-Regel, ne, dass du halt eben das Budget deiner Einnahmen auf die Gruppen essentielle Sachen, ne, mit 50% des Einkommens halt legst, also halt Miete, Verpflegung, Lebensmittel und so weiter. Diese 30%, also der zweite Part dieser Formel, betrifft dann eben Konsumausgaben, ne, alles, was sozusagen Spaß macht, ne, Teilnahme am kulturellen Leben, ans Kino, ins Theater gehen und so weiter und so fort. Und 20% gilt es dann zu sparen. Und da ist es auch so, dass die Deutschen sehr gut sind, was Sparen angeht, nur was die Sparquote angeht. Wir haben meines Erachtens, was ich so das letzte Mal gelesen habe von Destatis, eine Sparquote in Deutschland von 11,2%. Ja. Kann natürlich immer noch besser sein. Ja. Ich glaube, damit sind wir im europäischen Vergleich auf Platz 3. Aber so, wenn es Richtung 20% ja, geht, wäre es gut, dieser Regel folgend. Aber jede Regel hat auch eine Ausnahme. Es muss immer so, ja, auch so ein bisschen passen. Also jetzt nicht um alles in der Welt 20% sparen und der Kühlschrank ist leer. Das wäre dann ja auch Quatsch. Da ist die Regel eigentlich schon ambitioniert. Dann wird es bei 11% liegen und 20% soll man sparen. Aber ja, absolut. Ja. Also es ist nicht wenig, aber ich denke, es ist machbar. Und ich sage jetzt mal, wenn es diese 11,2% werden, die es halt so im Bundesdurchschnitt sind, damit kann man da auch schon mal viel bewegen. Ja. Und man sollte es jetzt auch nicht alles zu dogmatisch sehen, aber so, um einen ersten Schritt halt zu haben, Einnahmen zu budgetieren, ne, Vermögensaufbau anzugehen, ist das schon mal eine gute, ja, Richtgröße, ja. Genau, die Geldanlage, gerade die vernünftige Geldanlage vor allem, hängt ja auch mal von der Lebenssituation ab, also auch vom Alter. Deswegen haben wir das ja auch, wie ihr seht, hier immer untergliedert auch. Mhm. Vielleicht machen wir es so, ich nenne einfach mal die Altersgruppe und du gibst vielleicht irgendwie Stichpunkte dazu, was dir da gerade so einfällt. Ja, machen wir so. Absolut, gerne, ja klar. Genau, dann geht's los mit den Berufseinsteigern. Ja, also wir haben ja, ist immer so aufgebaut, ne, dass du halt die Herausforderungen hast, ne, pro Lebensgruppe, dann die Lösung, ne, also was kann ich produktseitig dem entgegenstellen, um dieser finanziellen Herausforderung zu begegnen, und dann halt unser Weltportfolio dort eingetragen. Deswegen heißt es ja auch 5 Generationen, 2 ETFs, ein Weltportfolio. Bei Jobeinsteigern ist es ja so, oder Jobstartern, wie wir es ja genannt haben. Du hast so die Herausforderung, du kommst gerade von der Uni oder von der Schule, wenn du eine Ausbildung beginnst, so okay, ziehe ich vielleicht aus, ne? Muss ich vielleicht eine eigene Hausratversicherung haben, ne? Wenn ich einen Hausstand begründe, bin ich vielleicht über meine Eltern versichert? Das gilt es halt abzuklären. Und natürlich, das ist ja auch das Schöne dann, das erste Gehalt kommt auch, wenn Auszubildendengehalt noch vergleichsweise gering ist, ne? Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe ja selber einen Bankkaufmannsausbildung gemacht. Da war es jetzt auch nicht so viel. Aber das erste Gehalt ist da, man freut sich. Und dort gilt es dann natürlich schon, den Grundstein zu legen und, ne, vielleicht nach der 50-30-20-Regel dann vorzugehen und zu schauen, okay, was bleibt übrig, was kann ich sparen? Gleichzeitig aber auch abzuklopfen, was gibt es vielleicht auch schon für Möglichkeiten der staatlichen Förderung? Ne? Ich spreche halt von vermögenswirksamen Leistungen. Jetzt, wo wir uns ja, ja so Mitte, Ende Juli befinden, geht ja auch bald das neue Ausbildungsjahr wieder los. Deswegen wieselt alle zu euren Arbeitgebern und fragt mal, werden VL bezahlt? Und wenn ja, wie hoch sind die? Und dann könnt ihr auch dann bei uns einmal schauen auf der Seite, welche Möglichkeiten gibt es da eben. Und das ist bei den Jobstartern sozusagen, sind da die Herausforderungen und ja, die speziellen Momente. Dann schließen sich die jungen Arbeitnehmer an. Ich glaube, die waren Mitte 25, Mitte 30 haben wir, glaube ich, die definiert. Also wir sind leider knapp drüber, aber... Genau. Ja, also junge Arbeitnehmer, klar, 25 bis 35, so die Richtwerte. Und da ist ja vielleicht auch schon abgeklärt, okay, du weißt, wo es ungefähr hingehen soll. Möchte ich eine Familie gründen? Habe ich vielleicht schon einen Lebenspartner, Lebenspartnerin gefunden? Ne? Mhm. Wenn Nachwuchs geplant ist, muss ich mir vielleicht auch mal Gedanken machen, möchte ich eine eigene Immobilie haben, ne? Auch reicht der Platz und so weiter und so fort. Das sind halt dann Fragen,
die ich mir dann zu stellen habe. Und da ich dann ja natürlich auch mehr Verantwortung übernehme, muss ich natürlich auch schauen, wie sieht das mit meinem Portfolio aus. Ne? Ich habe Verantwortung für Familienmitglieder übernommen. Mhm. Eventuell, wenn dann ich mich für eine Immobilie entscheide, habe ich mich ja wahrscheinlich auch groß verschuldet, ne? Oder hochverschuldet. Und da gilt es dann halt auch, die Weichen zu stellen und zu schauen, ja, muss ich vielleicht ein bisschen Risiko auch rausnehmen bei meinen Investments. Wahrscheinlich mit so der komplexeste Teil, vermute ich mal. Also da stellen sich ja komplett die Weichen. Also so in den 20ern, 30ern passiert nicht so das meiste wahrscheinlich. Ja, aber denke ich auch. Ne? Also du bist im Job angekommen, ne? Aber du willst dann ja so auf die Karriereleiter. Ja. Ne? Und genau. Also da kannst du noch viel tun, aber so du guckst natürlich schon im Schnitt, ne? Wie möchte ich mich jetzt so mit meiner familiären Situation halt aufstellen? Wie möchte ich wohnen? Möchte ich Eigentum besitzen? Möchte ich kein Eigentum besitzen? Und ja, da gilt es dann, sehr große Fragen zu beantworten, auf jeden Fall, ja. Gut, dann kommen wir mal zum entspannteren Teil, so das mittlere Alter. Ja, auch sehr interessant, weil, und da bin ich ja auch, Gott sei es geklagt, jetzt mittlerweile angekommen. Es ist so ein Midlife-Crisis-Ding, sagt man immer so ein bisschen abschätzig, ne? Aber viele erfinden sich dann ja vielleicht auch nochmal neu, ne? Du überlegst dir, ist das jetzt nur der richtige Job? Möchte ich da nochmal was verändern? Möchte ich vielleicht sogar ein Sabbatical machen? Ne? Möchte ich mir, irgendwie noch. Selbstverwirklichung irgendwie vielleicht. Ja, ja, absolut, genau. Ne? Und, klar, dann werden vielleicht auch andere Träume rücken so in den Vordergrund. Ich muss meine finanzielle Situation darauf abstimmen, wie zum Beispiel Sabbatical, Geld ansparen. Und möchte mir da vielleicht kurzfristig einen Traum erfüllen, möchte dazu vielleicht ein Budget halt haben. Und das sind so Dinge, die dort eben eine Rolle spielen und gleichzeitig auch, ne, wir hatten uns ja auch in der vorangegangenen Ausgabe, also in der Nummer 4 2024, mit der Altersvorsorge beschäftigt und spätestens hier musst du natürlich überlegen dann, wie möchte ich im Alter leben, was für einen Lebensstandard möchte ich führen, kann ich den führen und wie kann ich da vorsorgen. Natürlich ist es nie zu früh, um mit der Altersvorsorge anzufangen, aber spätestens hier sollte man dann ja eben auch schon die Weichen dann gestellt haben und das halt auch zum guten Erfolg halt geführt haben. Es ist auch nie zu spät, aber hier sollte man verstärkt drauf gehen. Ja, ja, genau. Dann hätten wir noch die Best Age im Angebot. Ja, also das ist, so diese Personengruppe so ab 50, ne? Und da ist es vielleicht dann ja auch schon so, dass Kinder das Haus verlassen, ne? Und wie es denn ja jetzt so schön auf Neudeutsch heißt, so, das sind die Empty Nesters, ne? Also halt die Personen und Paare, die Kinder aus dem Haus haben, ne? Sitzen jetzt in einer großen Immobilie, können sich aber auch da, traf jetzt schon auf die Generation davor zu, aber auch neu erfinden. Ich kann, bin wieder ein bisschen unabhängiger, ne? Vielleicht jetzt auch hier wieder eine Weltreise, andere Träume. Man darf sie aber auch nicht verzetteln, weil es gibt halt auch eine Studie dazu, dass speziell diese Personengruppe dazu neigt, große Anschaffungen zu machen. Und das ist ja, sei ja auch wirklich jedem gegönnt. Ne? Also, aber auch dort muss man sich dann natürlich überlegen, Konsum ist nicht per se schlecht, aber natürlich muss ich überlegen, wie konsumiere ich? Ne? Schaffe ich was an, was große Folgekosten vielleicht zeitigt, ne? Also jetzt ein teures Auto, ne? Wo dann ja auch wieder Versicherung und Steuern und so. Was nach sich zieht, klingt jetzt vielleicht etwas merkwürdig, aber manche überlegen sich vielleicht auch mal ein Boot zu holen oder so, ne? Das sind natürlich dann auch Anschaffungen, die Folgekosten verursachen und das muss man natürlich auch im Griff haben. Ein Wohnmobil war auch ein Klassiker zur Corona-Zeit. Stimmt, ja, genau. Da haben sie alle dann das Deutschland für sie entdeckt. Und jetzt vielleicht günstig eins kaufen. Ja, genau. Genau, ja. Dann hätten wir am Ende noch, last but not least, die Rentner. Ja, auch sehr interessant. Niemand beschäftigt sich gerne natürlich mit der eigenen Vergänglichkeit, aber ne, wenn man Familie gegründet hat, überlegt man vielleicht schon mal, wie funktioniert Vermögensübertrag, ne, Testament. Aber gleichzeitig auch, bin ich mit meiner Wohnsituation zufrieden? Ne? Also ich habe jetzt vielleicht Sitz auf einem großen Haus und wir kommen ja gleich noch darauf zu sprechen. Da hattest du ja noch diesen fantastischen Artikel recherchiert. Möchte ich mich vielleicht kleiner setzen? Ne? Möchte ich die Immobilie verkaufen, vermieten? Ne? Oder die dritte Variante, worüber wir gleich noch sprechen. Aber das Interessante ist ja auch, das Weltportfolio, ne, was wir ja jetzt für die Generationen ja hier anfeaturen, nimmt ja im Aktienanteil mit fortschreitendem Alter
ab. Also der Aktienanteil wird geringer. Man sagt ja auch immer, 100 minus Lebensalter ist die Aktienquote in Prozent. Mhm. Das heißt also, bis zum Rentenalter wird die halt sehr weit runtergefahren. Aber ich habe auch eine Studie gelesen von den Kollegen von der Consorsbank. Mhm. Und da ist es so, dass bei denen im Portfolio, bei Rentnern, die Anzahl der Einzeltitel halt zunimmt. Ne? Also dass Rentnerinnen und Rentner immer dann sehr motiviert sind, also das zweite Glück sozusagen nochmal an der Börse zu suchen und vielleicht auch ein bisschen mehr ins Risiko zu gehen. Kann natürlich auch sein, dass ETFs so unter den und unter der Personengruppe noch nicht so weit verbreitet sind. Aber man muss natürlich überlegen, einerseits hast du natürlich weniger Zeithorizont auf der Zeitachse, ganz natürlicherweise, um eventuelle Verluste herauszuholen. Aber du hast natürlich ja auch, wenn du es halt strategisch angegangen bist und strategisch erfolgreich gemacht hast, hast du natürlich auch die Möglichkeit, ein bisschen mehr ins Risiko zu gehen, ohne dass jetzt sozusagen deine Lebensplanung dort auf dem Spiel steht. Also interessante Phase auch. Du hast natürlich ein sicheres Einkommen mit der Rente. Kinder sind aus dem Haus, vielleicht hast du ein Eigenheim. Also insofern gibt es wieder auch Pluspunkte, warum man vielleicht doch Risiko eingehen könnte. Aber klar, du hast recht, natürlich, du hast nicht mehr 30 Jahre Zeit, um das vielleicht wieder rein zu erwirtschaften. Ja, ja. Von daher. Aber du hast es ja schon angeteasert, also was für Renten auch interessant sein könnte, gerade wenn du jetzt in Köln, München oder Hamburg oder in einem Ballungsraum eine Wohnung hast oder ein Haus, du kannst natürlich deine Immobilie auch verrenten lassen. Ja, ja. Aber das musst du mir nochmal erklären. Also ich habe immer wieder davon gehört, es ist ja auch ein großer Markt, wie das funktioniert. Also du hast ja jetzt sowas zur Immobilienverrentung geschrieben. Wie funktioniert das? Genau, also die Grundthematik ist ja, viele Rentner haben doch eine schmale Rente eigentlich, aber sitzen ja wirklich in einem Schatz. Also wenn du jetzt in einem Ballungsraum, wie gesagt, ein Haus hast, das ist ja 1-2 Millionen oft dann schnell wert. Ja. Und gerade ältere Leute wollen ja vielleicht auch nicht mehr, sag ich mal, ihr Haus verlassen oder umziehen noch im höheren Alter. Man hat sich daran gewöhnt, man ist vielleicht nicht mehr so flexibel. Und da kommt die Immobilienverrentung ins Spiel. Und zwar kannst du dann dein Haus verkaufen quasi oder vermieten, sage ich mal in Anführungszeichen. Du bekommst also eine einmalige Zahlung oder monatliche Zahlung und bleibst einfach im Objekt drin. Und im Heft haben wir eben drei gängige Modelle vorgestellt. Ja. Dazu einfach mal ins Heft schauen und glaube ich, ist kann ich sowieso nur wärmstens empfehlen. Ja, ein Thema, was erstmal so mit ETFs gar nicht so viel zu tun hat, aber super interessant ist, weil es ist wirklich ein sehr, sehr großer Markt darum entstanden. Was ich auch sehr, sehr interessant fand, war, das hatte ich auch in der Süddeutschen Zeitung einmal gelesen, dass ja auch so von Politikerseite dann immer wieder gefordert wird, ja, ja, die ganze ältere Generation, die sitzen ja alle auf den großen Häusern und die Jobstarter so, die finden in den großen Ballungsräumen halt keine Möglichkeit oder keine Wohnung, keine Option zu wohnen und haben dort Schwierigkeiten. Ja. Und ich fand diese Forderung halt so krass von Politikerseite zu sagen, ja okay, dann ziehen es doch alle um, nur Oma, Opa, so das Häuslein weg. So funktioniert es natürlich auch nicht, aber vielleicht ist ja Immobilienverrentung, vielleicht kann das dann ein Weg sein. Ne? Aber ich glaube, das, was du ansprichst, ist es mehr eine Mietersache, weil wenn du jetzt in Berlin einen alten Mietvertrag hast, schon seit, weiß nicht, 40, 50 Jahren. Und dann müsstest du quasi für die gleiche Wohnung oder für eine kleinere Wohnung dann mehr zahlen. Ist natürlich der Anreiz zum Ausziehen auch gleich null dann. Ja, das stimmt. Also Wohnimmobilienmarkt und Wohnsituation in Deutschland immer noch sehr, sehr schwierig. Hoffen wir, dass bald und schnellstmöglich zugebaut wird, ne, dass eben die Mieten auch einmal sinken. Genau. Wir haben noch ein weiteres spannendes Thema und zwar Small Caps. Ich bin ja ein großer Small Caps Fan, du auch? Ich auch, ja. Ich habe selber auch einen Small Cap ETF. Ah, okay. Ja. Hing zwar noch ein bisschen dem MSCI World hinterher, aber das passt, glaube ich, auch ganz gut zu den Zahlen im Artikel. Und zwar haben Zahlen von Otto BHF ergeben, dass auf Sicht von 20 Jahren zwar die Small Caps um 130% vorne liegen, vielleicht zu den großen, aber die letzten, weiß nicht, 5-6 Jahre sind sie doch wieder deutlich zurückgegangen. Ich denke, allein daraus ergibt sich schon Aufholpotenzial, aber es gibt auch noch weitere Gründe, weil ja die Idee von Small Caps ist ja, du willst ja die Risikoprämie sozusagen abgreifen. Mhm. Also die kleineren, die sind quasi agiler, haben natürlich ein höheres Risikopotenzial. Mhm. Das wiederum ist natürlich der Gegenspieler der Chance. Also du hast natürlich auch höhere erwartbare Renditen. Und das klingt das ist natürlich so, dass das nicht bei jedem Einzelunternehmen zutrifft. Ja. Aber natürlich in der großen Gruppe natürlich schon. Es ist auch in der Literatur gut belegt als Phänomen. Mhm. Also ich glaube, auf Jahrzehnte bist du da, ich glaube, der MSCI hat 6% oder sowas. Die Small Caps sind bei 9%, also über mehrere Jahrzehnte. Ja, ja.
Und wir haben ja jetzt die Olympischen Spiele, vielleicht ein praktisches Beispiel dazu. Immer gerne. EM ist vorbei, jetzt müssen die Olympischen Spiele herhalten. Wenn du mal überlegst, du hast jetzt, sag ich mal, Personen mit 80 Kilogramm und mit 130 Kilogramm werden natürlich meistens die mit 80 Kilogramm den 100-Meter-Lauf schneller schaffen. Ich denke schon, ja. Also vielleicht zu 80-90%. Das ist natürlich nicht immer so. Und das ist bei ETFs ganz genauso, beziehungsweise bei Einzelaktien. Und deswegen soll man auch ETFs nehmen, wenn man auf diese Sparte setzen möchte. Und wie gut, dass es da auch eine ETF-Suche bei uns auf der Homepage gibt. Da kann man sich mal umschauen und bestimmt den richtigen dann finden. Ja, unbedingt. Den richtigen zu finden ist ja auch sowieso mal eine gute Sache. Ich fand es vor allen Dingen interessant, du hattest ja auch recherchiert bei den Small Caps, wie sich halt Zinssenkungen halt auswirken. Ne? Und das fand ich halt so sehr interessant, weil dann auch mal gezeigt wurde, wenn eine Zinssenkung halt eintrifft, wie viel Rendite halt dabei rauskommt. Ne? Und das, es ist nicht planbar, schon klar. Und wir blicken halt in den Rückspiegel. Ne? Und wie es ja immer so schön heißt, die Frontscheibe ist ja größer, ne, weil man ja auch nach vorne gucken sollte. Aber ja, fand ich sehr interessant, was es dann für einen Renditeaufschlag gibt, wenn sich nur die Finanzierungsbedingungen halt vereinfachen. Ne? Also ich glaube, wir haben da recht belastbare Zahlen gefunden von 1950 bis heute, also 70 Jahre. Und dann auch eben war es so, dass die Small Caps, also quasi die Nebenwerte, nach Zinssenkungen besonders positiv reagiert haben. Ja. Also ich glaube, zum Teil auf 3 bis 12 Monate doppelt so stark quasi sind die dann angesprungen. Und was halt eben auch zuversichtlich stimmt, dass hier auch in Europa die wirtschaftliche Lage wieder ein bisschen besser ist. Also abgesehen vielleicht von Deutschland, aber kann sich auch noch ändern. Ja, ja. Und das zieht natürlich auch die Investoren wieder an, dass die halt sagen, okay, jetzt kann ich auch in die zweite oder dritte Reihe wieder gehen. Das Risiko passt jetzt für mich wieder. Und auch als Frühindikator, also mal der Einkaufsmanager-Index ganz gut. Der stimmt auch zum positiven Denken. Und der ist auch immer stark verbunden mit den Nebenwerten gewesen. Also das konnte man auch rausfinden. Ja, ja, das hatte ich auch noch vor kurzem mit dem Carsten Röhmelt von Fidelity besprochen. Ja. Das Video packe ich euch in die Beschreibung. Ist auch sehr, sehr interessant. Also zum Standort, Aktienstandort Europa. Genau, und Frühindikatoren ja so ein bisschen in einen positiven Bereich gedreht, muss man halt beobachten. Ja. Ne? Wenn es wenn die Konjunktur anspringt, brauchen wir ja 3 Anstiege. Und was auch noch ein wichtiger Aspekt ist die Bewertung. Ja. Also gerade europäische Aktien. Stimmt, du hattest ja auch noch mit der DWS-Expertin gesprochen. Mit Jennifer Schmitz, genau, von DWS. Die hat mir immer auch erzählt, also die Bewertungen in Europa sind sehr niedrig und historisch niedrig, gerade für die europäischen Nebenwerte. Mhm. Also wirklich auf dem Tiefstand. Okay, also du hast jetzt schon die Dollarzeichen oder die Eurozeichen in den Augen. Ich glaube, ich werde die Position jetzt hochfahren. Ja, okay, verstehe. Genau, also ich würde einfach sagen, Daumen hoch für die Kleinen. Also auch die EZB-Senkung, die jetzt im Juni war, ist nicht schlecht gewesen. Vielleicht kriegen wir in dem Jahr nochmal eine oder im Folgejahr. Also der Zinszyklus kehrt sich ja wieder eher nach unten quasi. Ja. Von daher glaube ich, Daumen hoch. Und Daumen hoch auch für deinen Artikel zur Immobilität. Was hat es denn da auf sich? Ja, fand ich ganz interessant. Und zwar hatte mich tatsächlich der Markus darauf aufmerksam gemacht, dass halt bei den E-Mobilitäts-ETFs, ich weiß es jetzt nicht mehr hundertprozentig aus dem Kopf, aber wir haben, glaube ich, 5 oder 6 bei uns auf der Plattform auf extra ETF gelistet. Und dabei ist E-Mobilitäts-ETF nicht gleich E-Mobilitäts-ETF, schwieriges Wort, weil du halt unterschiedliche Gewichtungen hast und auch unterschiedliche Einzelwerte. Und das hat sich so stark ausgewirkt, dass du halt wirklich, wenn du alle Charts der E-Mobilitäts-ETFs gegeneinander laufen lässt, dass du halt fast wie so ein Fächer hast. Also da ist alles dabei von zweistelligem Verlust bis zweistelligem Gewinn. Und das hatte ich mir dann halt nach Markus' Hinweis dann mal so ein bisschen genauer angeschaut, was da drin ist und was da passiert ist und welche Abenteuer da zu erleben waren. Und wer darauf Lust hat, schaut dann auch mal ins Heft und in den E-Mobilitäts-ETF, jetzt habe ich es, Artikel einmal rein, ganz genau. Ja. Ich finde ja, Themen-ETFs sind sowieso mal sehr spannend eigentlich, also gerade auch für uns, also sehr dankbar. Du kannst natürlich bunte Geschichten erzählen von der E-Mobilität, von der KI, also da gibt es ja auch so viele Möglichkeiten, was es da in Zukunft noch geben wird, was wir wahrscheinlich noch gar nicht auf dem Schirm haben. Ja, ja. Von daher immer dankbar. Ist natürlich auch mit Risiken verbunden, deswegen ist ja unsere klassische Empfehlung auch im Freundeskreis rauf und runter, wenn ich gefragt werde, MSCI World. Ist natürlich auf Dauer ein bisschen fad, muss ich auch zugeben.
Deswegen wollten wir diesmal ein bisschen anders vorgehen, haben das ein bisschen mal von der anderen Seite uns angeschaut. Mhm. Und zwar ging es da so um die Discount-Variante, sogar mit deutscher Beteiligung. Ja, genau. Vielleicht willst du da mal kurz drauf eingehen. Ja, fand ich ganz witzig. Und zwar, wie es halt so ist, ne? Du hast ja im normalen Leben, kannst du halt teure Lebensmittel einkaufen und du kannst das Ganze ja auch ein bisschen günstiger gestalten, den allsamstäglichen Einkauf, wir kennen es ja alle. Du kannst zu den großen Handelsketten gehen und zahlst, was weiß ich, für einen Joghurt dann dementsprechend mehr, als wenn du jetzt zu den bekannten Discountern Lidl, Aldi, ne, oder Penny gehst. Und dieses Prinzip machen sich halt eben auch ETF-Anbieter zunutze. Mhm. Und das war jetzt im Fall von Amundi so, die halt ihre Welt-ETF-Palette ganz günstig gemacht haben. Und wie haben sie das gemacht? Sie haben nämlich Selective als Indexanbieter genommen. Und dieser Anbieter, übrigens aus Deutschland, bietet halt sehr, sehr günstig seine Dienste eben an und seine Produkte. Und dieses wird halt von Amundi dann an die Kundinnen und Kunden, Anlegerinnen und Anleger dann weitergereicht. Ja. Deswegen sind die halt besonders günstig. Ja. Aber es sind halt eben, was heißt aber? Ne? Es ist im Prinzip ja ein Image oder eine Marke, eine MSCI, kennen wir, FTSE und so weiter und so fort. Verbinden da jetzt ein gewisses Image mit, wie es ja halt eben bei den, ne, beim Joghurt aus den teuren Handelsketten eben so ist und der günstige hat vielleicht nicht so ein Image. Und aber wie halt auch ein Mitarbeiter von Amundi mir dann auf einer Konferenz dann halt sagte, ja, das ist halt ein französisches Produkt mit deutscher Wertarbeit sozusagen, also im übertragenen Sinne, ne? Also mit deutscher Qualität, deutscher Indexanbieter und Amundi in dem Fall jetzt halt als ETF-Emittent. Ah. Und da gibt's günstige Welt-ETFs. Ah. Der Markus hat dazu auch ein Video gemacht, schaut da auch gerne einmal rein. Also wir haben wirklich, also wir können so viel quer verlinken, also wir haben wirklich zu allem etwas dabei, genau. Und das haben wir jetzt noch einmal aufgeschrieben. Und finde ich wirklich klasse, die Aufmachung ist auch sehr gelungen. Ja. doch, ja. Ja, was mir noch einfällt bei der Geschichte, das ist halt vielleicht wichtig zu betonen, es ist im Prinzip das gleiche wie der MSCI World oder MSCI ACWI, es ist halt quasi ein anderer Name, aber zu 99,9% ist das eigentlich gleich. Also der gleiche Motor, ein anderes Fahrgestell vielleicht, aber der Name soll nicht irritieren oder so. Also sehr, sehr viel günstiger, ja, auf jeden Fall. Genau, ansonsten haben wir uns noch den Kryptomarkt angeschaut. Da finde ich es ja wirklich toll, was sich da eigentlich getan hat. Also ich weiß noch, meine ersten Gehversuche 2016, 17, wo ich so von diesem Hype schon ein bisschen mal angeteasert worden bin, war nicht so mit Erfolg gekrönt, weil es war irgendwie ein bisschen kompliziert. Also es war mit ausländischen Konten, musstest du überweisen, alles auf Englisch und irgendwie so die Aufmachung war nicht so intuitiv. Und da finde ich, hat sich viel getan. Also gerade auch die Anbieter, die bei uns jetzt im Test waren, das war ein deutscher Anbieter, ein Österreicher war dabei, also leicht zu verstehen und die Verwahrung ist auch automatisch über die Wallet dann. Finde ich, ist auch ein wichtiger Aspekt. Da gab es doch vor ein paar Jahren diesen bekannten Fall aus Wales, wo doch jemand die Festplatte weggeworfen hat und jetzt sind 500 Millionen Euro futsch oder so. Ja, also es ist sehr, sehr winzig. Ne? Tut es ja sowieso unheimlich viel so im Krypto-Bereich. Ne? Wir hatten ja jetzt den Niedergang in Anführungsstrichen. Ne? Jetzt gab es den Attentatsversuch oder das Attentat auf Donald Trump, ne, dann ging halt Krypto wieder hoch, ne, weil Trump gilt ja so als Krypto-Präsident oder selbsternannter Krypto-Präsident. Also es tut sich unheimlich viel, dann auch diese Verkäufe vom Bundesland Sachsen, ne, aus den Beschlagnahmungen gegen die Musiktauschbörse und so. Mhm. Also es ist wirklich manchmal ein bisschen vogelwild, super interessant aber, und wir sprechen natürlich, du hast es ja gerade gesagt, hier über unseren großen Krypto-Broker Test, der nämlich hier drin ist. Genau, der ist hier drin. Und ich glaube, du bist noch nicht so im Bitcoin-Investment drin, aber vielleicht nach dem Testbericht kannst du es dir mal überlegen. Ja, genau. Nein, also ich finde es auch sehr interessant, aber ne, wie ja immer so eine große Börsenweisheit ja immer besagt, ne, kaufe das, was du wirklich auch verstehst, und ich verstehe es noch nicht so für mich in dem ausreichenden Maße, dass ich investieren möchte. Ich freue mich aber wirklich für die ganze Krypto-Community jetzt über ihre wieder Zuwächse, und man merkt ja auch, dass einfach Krypto, ne, wie es so schön heißt, in der Mitte der Gesellschaft halt angekommen ist, weil, und da können wir auch schon so ein bisschen teasern, wir fürs neue Heft, wir wollen ja ein Pro und Contra machen, nämlich zu Kryptowährungen im Portfolio, und jetzt finden wir
nur noch sehr schwer jemanden, der gegen Krypto ist. Also wenn euch jemand einfällt, ein Ansprechpartner, der gegen Krypto argumentiert, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Aber ich denke, wir werden jemanden finden. Aber wir sind auf eure Meinung natürlich auch sehr gespannt. Aber es ist wirklich so. Also die Kritiker werden immer mehr verstummen. Irgendwie kommt mir so vor. Also wir haben gerade noch eine Zusage bekommen für einen Pro-Beitrag. Aber Contra ist irgendwie schwieriger. Ja, genau. Also der Markt wird ja auch größer. Ne? Jetzt hatte ja auch zuletzt, ist jetzt schon wieder ein paar Monate her, aber auch die X-Trackers ja auch Krypto-ETCs gelauncht. Ne? Also auch so die Anbieteranzahl wird halt höher. Du merkst, es wird ein Markt, der Markt wird erschlossen, die Liquidität steigt. Ne? Und in den USA gibt es den Bitcoin-ETF. Also es wird alles dazu beitragen, dass sich Krypto immer weiter etabliert. Ne? Und ob gut oder schlecht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber wenn Trump dann Präsident werden sollte, mal schauen, inwiefern sich das eventuell positiv halt auch auf die ganze Krypto-Community auswirken wird. Also lässt sich festhalten, Bitcoin ist dem Nischendasein längst entschwunden. Genau. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Ansonsten hast du noch einen Beitrag, den du vielleicht erwähnen möchtest aus dem Heft? Ich finde alles super. Was ich total klasse finde, ist, dass Gerd Kommer in seiner Kolumne, die wir jetzt exklusiv für diese Ausgabe haben, seht ihr auch hier, exklusiv Gerd Kommer, lässt sich zu einem Thema aus, das ich immer mit großem Interesse verfolgt habe, nämlich der Goldstandard. Also ist jetzt kein ETF-Thema im engeren Sinne, aber ist es halt möglich, eine Volkswirtschaft darauf aufzubauen und das Geldsystem darauf aufzubauen, Gold unterlegt zu sein? Und wie wirkt sich das auf das Wirtschaftswachstum aus, positiv, negativ? Was passiert da eigentlich, weil diese Diskussion ja immer wieder hochploppt, von wegen, Euro, Dollar, Yen und die ganzen anderen Fiat-Währungen wären nichts wert, ist alles nur Vertrauen, da steht nichts dahinter. Und dieser ganzen Thematik hat sich Gerd Kommer gewidmet und wirklich eine Schwarzbrotgeschichte, aber eine sehr lesenswerte und mit sehr viel Tiefgang und sehr viel Gehalt. Freue ich mich sehr drüber. Hast du denn was dich so bewegt? Ein Beitrag fällt mir vielleicht noch ein. Und zwar, wir haben so ein bisschen für das zweite Halbjahr mal so in die Glaskugel geschaut, was da vielleicht ein spannendes Thema sein könnte. Da haben wir drei mehr oder weniger spekulative Ideen quasi jetzt hervorgegraben. Zweimal die europäischen Aktien, das ist quasi diese Bewertungsgeschichte, was ich vorher schon gesagt habe. Dann, wer natürlich auf die USA mehr vertraut und sagt, nee, Europa, vergiss es, das sind auch eher so die Old Economy, das ist nicht so meins. Auf die USA eine Wette mit Hebelwirkung. Also es gibt auch Hebel-ETFs. Das ist natürlich spekulativ, ist nicht für Einsteiger gedacht. Und dann hätte man noch die Silberwette. Ja. Also Silber ist ja jetzt im Gegensatz zu Gold ja auch relativ viel in der Industrie verwendet oder auch gerade in Megatrends, jetzt wie Solar oder Photovoltaik, kommen Silber auch oft zum Einsatz. Von daher war das noch ein Thema so von uns, was wir jetzt noch so angestoßen haben Das Heft. Ja, Ideen fürs zweite Halbjahr kann man immer ganz gut gebrauchen. Ne? Ja, mal gucken, was ich davon umsetze. Mal gucken, was das zweite Halbjahr so bringt. Euch bringt es jetzt erstmal das Heft. Das ist jetzt ab sofort am Kiosk und bei uns im Shop erhältlich. Schaut doch gerne mal rein, holt es euch, verfolgt uns hier weiter auf YouTube. Thomas, wie war deine Kamerapremiere? Ja, meine Premiere. Ich war ein bisschen aufgeregt, aber es hat mir Spaß gemacht, mit dir zu reden. Das war ein entspanntes Gespräch und ich hoffe, es hat auch für euch einen Mehrwert gebracht. Schaut am besten mal rein, nutzt unsere Tools. Da, glaube ich, kann man nicht viel falsch machen. Ja, denke ich auch. Super, Thomas. Schön, dass du da warst. Dann gucken wir mal beim nächsten Mal, ob der Markus dann wieder hier sitzt. Oder du mit Markus. Also, dann habt eine erfolgreiche Börsenwoche. Alles klar. Ciao. Ja, liebe Extra ETF-Community, das war's schon wieder für diese Woche mit unserem Talk-Format. Zu Gast war Thomas, wenn man von einem Gast sprechen kann, denn er ist ja Teammitglied. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihm so ist, dann lasst gern ein Like und ein Abo da. Kommentiert fleißig in der Kommentarspalte. Bleibt dabei aber bitte fair. Wir können alle Freunde sein. Unterstützt euch gegenseitig mit dem finanziellen Wissen, so wie wir es bei Extra ETF auch tun. Jetzt bleibt mir nur noch übrig, euch eine erfolgreiche Börsenwoche zu wünschen und eine ruhige Hand bei euren Investmententscheidungen. Bis zur nächsten Woche. Ciao.